Andreas fühlt sich als lebendes Kunstwerk. Mit seinen Tattoos möchte der Niederbayer auffallen, aber sich trotzdem nicht ausgrenzen. Er hofft auf das Verständnis der anderen. Für mich Toleranz, ganz viel. Das ist eh klar, weil ich bin auch ein Teil davon. Weil die Tätowieren, die werden auch recht stark verurteilt. Von daher bedeutet Toleranz schon viel für mich. Seine Tattoos kann Andreas Buchberger nicht verstecken. Sobald er das Haus verlässt, steht er im Mittelpunkt. Auch auf dem Wochenmarkt in Passau. Mehr bitte, was, zwei Äpfel. Zwei Äpfel bitte. Zwei Äpfel? Einen kleinen, einen großen. Genau, passt. Hast du so? Und du hast da ein wenig. Ein bisschen tätowiert, ein wenig gezeichnet rundum, ja? Ein bisschen, ja. Na gut. Danke dir. Ja, ich brauche ein wenig, oder? Ganz Oberkörper, ja. Na gut, aber sag mal ein wenig jetzt her. Ja, mehr super, oder? Da geht eine Menge. Da ist was losgebunden an dem Stand. Ne? In so einer Situation ist man schon aufgeregt. Das ist eh klar. Da sind ein Haufen Leute um dich und dann siehst du dann von alle aus. Und da steigt Adrenalin und so. Das ist eh ganz klar. Aber das ist so ein Kick und der ist geil. Zwar ist mittlerweile jeder zehnte Deutsche tätowiert, aber Andreas sticht heraus. Das ist Geschmackssache. Also mein Tipp war das nicht. Da gibt es andere Sachen. Da gibt es jeder nicht. Was meinen Sie, wenn wir da so umeinander laufen? Dann sind sie auslachen. So heißt es, so eine alte Schachtel. Offene Ablehnung oder gar Anfeindungen erlebt Andreas trotz seines Aussehens nur selten. Aber manche fühlen sich irritiert oder sogar provoziert. Ja, da bin ich heute am Bahnhof gesessen. Dann ist auch noch einer vorbeigegangen, ein wenig älterer Mann. Und dann hat er dann gesagt, oh, schau, hey, das ist ein Asi, und ist einfach weitergegangen. War halt nicht so schön. Aber mei, kann man nichts dagegen tun, muss man damit leben. Auch in den lokalen Medien sorgt Andreas für Aufmerksamkeit. Mit dem Gesichtstattoo vor einem Jahr fällt der Startschuss für seine Modelkarriere. Inzwischen wird er deutschlandweit für Shootings gebucht. Obwohl er nicht davon leben kann, investiert Andreas weiter in seinen Körper. Besuch bei seinem Stammtätowierer. Ich freue mich alle, weil wenn ich reingehe und so weiter, weiß ich ja, ich habe wieder etwas Neues, es geht weiter und so. Man kann weiter alles nach außen bringen, weiter herzeigen, was man hat. Andreas versteht sich als lebendes Kunstwerk. Und das ist noch lange nicht fertig. Alles klar, ich hab's sicher. Läuft, oder? Also. Heute machen wir wieder weiter. Genau. Aha. Wie wäre dein Plan? Im Gesicht. Mhm. Als ein Dichtermacher. Mhm. Zum Auge möchte ich noch näher zugehen. Okay. Für seine 74 Tattoos hat Andreas inzwischen einen fünfstelligen Betrag investiert. Nur zum Erklären. Wegen dem Hals, jetzt sind wir da schon relativ dicht am Hals auch. Jetzt würde ich da die Verbindung zum nächsten Motiv noch mehr dichter machen. Mhm. Und eben beim Auge, dann sind wir vom Two-Face her mehr dichter. Ja, genau, weil dann kommt es bis zum. Selbst nennt sich Andreas der tätowierte Mann mit zwei Gesichtern. Also mein Konzept ist halt so, dass ihr das in der Mitte spaltet. Links ist die brave Seite, quasi die gute, und rechts halt die böse Seite. Böse Motive und links geht so vor allem ins Religiöse um. Und am stärksten kennt man es heute mein Gesichtstattoo, dass sich das ziemlich spaltet. Vor einem Jahr trifft Andreas die folgenreiche Entscheidung. Seither zieren Blutadern seine rechte, böse Seite im Gesicht. Ich hab schon gesagt zu mir, Andi, sei, bist du wirklich sicher? Ein Gesichtstattoo gehört wirklich gut überlegt im Leben. Aber er war sich seiner Sache so sicher. Also ich habe ihn auch noch zwei, drei Monate warten lassen, bevor dass wir angefangen haben mit dem Gesichtstattoo. Aber er war sich auf 100% sicher. Und dann haben wir gesagt, okay, dann legen wir los. Dann machen wir's. Über 40 Sitzungen hat Andreas schon hinter sich. Aber der Schmerz bleibt. Eine Leidenschaft, die Leidenschaft. Also das waren schon Augenbrauen waren es vor allem. Dann da herum, hinterm Ohr. Da herum war so ein Stereo ziemlich weh. Und halt Rippen. Rippen, die haben ziemlich weh. Ich bin echt gespannt auf den Schmerz von mir. Legen wir los. Augen zu oder auf? Zu bitte. Ich starte. Längst gibt es tätowierte Banker und Ärzte. Aber ein Gesichtstattoo ist eine radikale Botschaft. Jeder soll es sehen. Jeder hat eine Meinung. Andreas polarisiert. Bist du recht dabei? Ich hab mir das schlimm vorgestellt am Abend. Also da zum Beispiel direkt im Gesicht oder so hat es weh, oder? Auge null. So, Andi, für heute hast du es geschafft. Was? Ist ja schnell gegangen.
Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Andreas ist zufrieden. Schaut hammer aus. Gefällt mir. Auf alle Fälle, jetzt ist es da schon fertig dann so. Es gibt das voll ein besseres Beutelab, finde ich. Weil das davor, da das Freie, das hat mich so genervt. Und da der eine Strich. Und jetzt schaut das gut aus. Beruflich sieht es lange nicht gut aus für Andreas. Nach einer abgebrochenen Schreinerlehre ist er 5 Monate arbeitslos. Bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz sind die Tattoos ein echter Nachteil. Sie haben es nicht direkt angesprochen, aber das merkst du selber. Und so, dass dann um das dann angewandt und sagen, das kannst du machen, das kannst du machen. Klar, Banker oder so kann ich nicht werden. Und das und dann halten sie da alle, weil wirklich gemeint, dass wir irgendwo einstecken. Was weiß ich, wo ich irgendwo in der Halle bin oder so, wo mir keiner sagt, dass ich da arbeiten kann. Oder dass ich einen Staplerschein mache, dass ich wieder irgendwo im Lager anfange. Die haben halt dann nicht direkt auf meine Berufswünsche so eingegangen. Ruderting bei Passau. 3000 Einwohnergemeinde und Heimat von Andreas Buchberger. Vor einem Jahr hat sich der Niederbayer im Gesicht tätowieren lassen. Der erste Gang durchs Dorf sorgte damals für Aufsehen. Natürlich haben sie viel geschaut und so. Und ich denke, dass sie auch geschaut haben, ob es überhaupt echt ist und alles. Und drehen sie sich um, aber dann gehen sie dann wieder weiter und schauen uns nochmal. Das ist schon ein bisschen komisch. Andreas Familie lebt hier seit 3 Generationen. Den Buchberger Andi kennen natürlich alle, auch im Rathaus. Du, ich hätte mal eine Frage. Ja. Ich bin am Gesicht tätowiert, gell? Und auf meinen Ausweis schaue ich absolut nicht mehr so aus. Also, wenn ich jetzt das Foto so betrachte, zum Erkennen bist, na, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du einen neuen Ausweis brauchst, aber das werde ich abklären. Also manche kennen mich nicht mehr. Das habe ich schon festgestellt in der letzten Zeit. Das ist auf alle Fälle in den letzten Jahren, seitdem ich das Tattoo habe, kann ich schon leicht vorkommen. Der Bürgermeister von Ruderting ist erst seit 5 Monaten im Amt. Von seinem tätowierten Mitbürger hat Rudolf Müller bereits viel gehört. Klasse. Ich finde das schön, wenn man so mutig ist. Okay. Und wenn einem das gefällt, also bei dir, super. Okay. Du bist ein sympathischer Kerl. Das hören wir gerne, ja. Klasse. Was ist denn da bei den Fingern? Das ist, hast du da reinstechen lassen? Ja, da habe ich nachstechen müssen, weil das geht alle recht runter. Ja. Von der Hosentasche. Wenn ich mal so einlang, dann reibt es runter. Da müssen wir da alle ein bisschen nachstechen. Ja, bei den Fingern halt das nicht so gescheit. Andreas hat sich seine offene Art bewahrt. Auch wenn das Vertrauen in die Mitmenschen gelitten hat. Ich merke es in die Augen, wenn mich Leute anschauen, ob sie liegen oder nicht. Weil das kennst du einfach durchs Gesichtstattoo, ob sie erschrocken schauen oder ob sie gleich abweisen. Und das habe ich bei ihm überhaupt nicht festgestellt. Also kann nur sagen, ganz super. Und der Bürgermeister bleibt ehrlich. Seinen eigenen Kindern würde er von einem Gesichtstattoo abraten. Genau beim Beruflichen ist halt das Problem, dass die Akzeptanz auf der anderen Seite nicht immer die ist, die man sich wünscht. Auch wenn das vielleicht jetzt schon sich weiterentwickelt, kann ich nicht davon ausgehen, dass das in 6 oder 10 Jahren schon so weit ist, dass die Menschen, die Personal einstellen, dass die so weit sind und jeden, der im Gesicht tätowiert ist, sag ich mal, eine Führungsposition zutrauen. Das ist abwegig zu glauben, dass die das nicht könnten, aber das wird so sein. Bedauerlicherweise. So tolerant ist die Gesellschaft sicherlich nicht. Und wie schaut's aus? Schaut gut aus. Also laut Passverordnung. Brauchst du keinen nicht. Du musst einwandfrei erkennbar sein. Aber wenn es ganz sicher gemäxt, dann darf ich dir empfehlen, dass du einen neuen Ausweis beantragst. Schau, oder? Weil ich denke, weil das ist dann, weil liegt dann nur auf Person drauf, ob es mich erkennt oder nicht. Genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Ausland bin. Vielleicht zeigt das auch eine Grenze. Weil du kennst mich von klar auf, von daher kann es dann auch wegen anders wirken. Der Tattoo-Liebhaber geht auf Nummer sicher und beantragt einen neuen Ausweis. Bevor Andreas zum Mann mit den 2 Gesichtern wird, verbringt er hier eine ganz normale Kindheit und Jugend, spielt im Verein Fußball und wird Schützenkönig. Andreas ist heimatverbunden. In die Anonymität einer Großstadt zieht es ihn nicht. Weil am Land, da machst du einfach viel, bis da und da mal, dann triffst du die Leute und da lernst du einfach ganz schnell kennen. Das ist viel anders wie in einer Großstadt. In einer Großstadt, da gehst du aneinander vorbei, sagst nichts, wenn du irgendwie rumgehst. Und am Land, da grüßt du jeder und jeden. Dann beim 2., 3. Mal grüßen, redet man auf einfach miteinander. Das ist halt das Schöne dran. In Ruderting lebt der 25-jährige Andreas in einem Haus mit seinen Eltern und seiner Oma. Hier ist er daheim. Hier hat er seine Wurzeln. Familie ist mir sehr wichtig, weil Familie ist vor allem, Blut ist dicker wie Wasser.
So kann man es am einfachsten beschreiben. In Deutschland brauchen Minderjährige für Tattoos das Einverständnis der Eltern. Von Vater Wilfried hätte Andreas das nie bekommen. Hi, Bab. Okay. Na, alles klar. Kommt der Dude jetzt? Dann hättest du wieder mal. So wieder? Ist eh klar. Ah, dein Gesicht schon wieder, oder? Ja, da und da. Schau doch ganz blau aus. Da ist er recht geschwollen. Das vergeht schon. Ja. Sagst du dabei. Gell? Okay. Jetzt kennst du mich eh schon so. Ja. Die paar Adel merkt ja auch nichts. Ich kann dir eh nicht helfen, du musst das wissen. Ich war dagegen, wie er es gesagt hat, tätowieren lassen wir eingehen. Aber wie er da gekommen ist mit dem Gesicht, da war ich total dagegen. Was meine Eltern von mir denken, ist mir eigentlich schon sehr wichtig. Aber sie wissen, ich bin ein Sturkopf. Schon von Haus aus war ich schon immer und werde ja immer bleiben. Und ich setze mir jetzt auch an den Kopf und die mag ich dann auch machen. Er hat uns eh vorher gesagt, er macht es. Wir haben zwar alle gehofft, dass er es nicht macht. Weil, wenn er sich den ganzen Körper tätowiert, hätte ich gesagt, ja, ist mir wurscht. Aber das Gesicht muss er wirklich nicht sein. Und er hat früher fest ausgeschaut. Und jetzt schaut er halt wie auch. Wieso? Denn besonders schaut er halt jetzt aus. Anders kann ich das nicht sagen. Ich kann nicht sagen, dass er mich jetzt ärgert drüber, aber mir gefällt halt das einfach nicht. Andreas hat mittlerweile einen festen Job und sogar Kontakt zu Kunden. Doch die können ihn nicht sehen, sondern nur hören. Denn Andreas arbeitet in einem Callcenter. Guten Tag, Sie sprechen mit Andreas Buchberger. Guten Tag, Frau Meier, was darf ich heute für Sie tun? Ja, ich wollte schon immer ins Büro, aber mit Hauptschule ist meistens dann keine Chance. Und da habe ich die Chance gekriegt und habe es natürlich genutzt. Und meine Arbeit gefällt mir sehr gut, ist recht umfangreich, der Kundenkontakt vor allem gefällt mir gut. Und jeder Anruf ist anders. Andreas Bekanntenkreis hat sich durch die Tattoos und den Rummel um seine Person nicht verändert. Auf einem Bauernhof besucht er seinen besten Freund Patrick und dessen Vater Hans. Servus, halt ihr nicht. Na, Hans, alles klar? Muss ja, gell? Nur oberflächlich betrachtet prallen hier zwei Welten aufeinander. Ja, meistens soll ich noch am Feierabend. Es ist am Bauernhof, finde ich eigentlich recht ein guter Ausgleich. Weißt du, ein wenig am Land, bevor dass man den ganzen Tag im Büro sitzt? Extremer Körperkult und Landidylle. Für Bauer Hans Kellermann ist das kein Gegensatz. Es gibt keine Ausgrenzung nicht. Wenn er voll mit Piercing voll war, muss ich sagen, dafür, das hat es mir nicht gefallen. Aber so wie es er eigentlich hat, muss ich sagen, an ihm steht es, ihm passt es. Und beliebt ist er auch, muss ich sagen, was ich momentan so mitkriege, wenn es vorgängen. Er ist kein Raufbold nicht, muss ich sagen. Das ist wichtig. Und was ganz wichtig ist, muss ich sagen, er fährt nicht mit Alkohol mit Auto. Am Abend ist Andreas mit Freunden auf dem Karpfhammer Volksfest unterwegs. Unbeobachtete Momente gibt es für ihn schon lange nicht mehr. In der Öffentlichkeit löst er jedes Mal Staunen aus. Auf Ablehnung stößt er dabei nur selten. So, zwei Maß zueinander. Perfekt. Zum Wohl, gell? Zum Wohl. Mir ist schon klar gewesen, davor, wenn man das Gesicht tätowiert hat, dass halt die Leute recht schauen werden und so. Aber dass es dann so gut hinhaut, wie es jetzt halt eigentlich läuft. Und dass alles eigentlich noch so wie früher ist, aber halt nur noch mehr dazugekommen ist. Das hat man eigentlich nicht gedacht. Ist eigentlich recht super. Also ich bin recht glücklich damit.